Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Jedes Jahr werden in Mal die Grimme-Preise verliehen. Stars und Sternchen aus Film, Funk und Fernsehen geben sich dann ein buntes Stelldich ein. In diesem Jahr wurden die begehrten Auszeichnungen zum 50. Mal verliehen. 1600 Gäste verfolgten vor Ort die Preisverleihung, darunter Bundespräsident Joachim Gauck und ein Duisburger Unternehmen, nämlich die Frank Schwarz Gastro Group. Das Team um Frank Schwarz war für das Catering des Abends verantwortlich. Ja, und was die Stars und Sternchen dort alles kredenzt haben, darüber sprechen wir jetzt. Ganz herzlich willkommen, Frank Schwarz. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja, Frank, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Sehr gerne. Wenn ich ehrlich bin, ich habe so ein bisschen Hunger, möchte mich vielleicht inspirieren lassen, was denn normalerweise Stars und Sternchen so bei so einer... Mit Gastronomen mit leerem Magen sprechen, das ist immer sehr unangenehm. Ne? Also wir hoffen nicht, dass sein Magen knurrt. Jetzt will ich aber trotzdem mal sehen, ob unsere Betriebskantine dem gewappnet ist, was ihr den Stars und Sternchen in Mal so präsentiert habt. Was gab es denn Leckeres? Also wir haben erstmal jede Menge Fingerfood dort gegeben. Also die ankommenden Gäste, man muss sich das vorstellen, das Theater, wo die Preisverleihung ist, ist etwas außerhalb. Dann müssen die so anderthalb Kilometer mit einem Shuttle rüberkommen ins Mahler Rathaus. Dieses Mahler Rathaus im Charme der 70er Jahre wird also für dieses Event jedes Jahr aufgeforstet, beleuchtet, dekoriert, mit dem roten Teppich versehen und Kameras und alles wird dort aufgebaut. Und dann kommen die ganzen Gäste rüber und da muss man sich vorstellen, haben die stundenlang dort auch gesessen und der Preisverleihung haben die gefolgt und dann kommen die zu uns und sind erstmal durstig. Also dann gibt's erstmal Champagner wahrscheinlich. Ist ja so wie hier, ne? Vor der Sendung. Absolut, aber man muss sagen, der Grimme-Preis ist tatsächlich ein Preis der Hochschulen, der renommierteste Fernsehpreis in unserer Republik. Und man legt Wert auf Bodenständigkeit. Und dort wird es dann und gibt es ein kühles Pilz. Da wir dieses Jahr der Caterer waren, gab es natürlich das aus Duisburg, ein König Pilsener und von unseren Freunden aus Walsum das entsprechende Rheinfels Mineralwasser und die anderen Kaltgetränke des Hauses. Also wir haben erstmal den Durst der Gäste gestillt. Es gab dann Weine und natürlich auch guten Sekt, aber es gab keine Champagnerparty. Was gab es dann nach dem Fingerfood Leckeres zu essen? Ich denke mal, das war dann noch nicht alles für so hochtopkarätige Gäste. Ja, es gab eigentlich drei Komponenten, drei Hauptgerichte und wir haben ja das Ganze über eine Ausschreibung bekommen und wir haben ein Sternemenü, welches hier in Duisburg mehrere Male Probe gekocht wurde. Unter anderem gab es ein 36 Stunden gegartes Ochsencube, also ein Würfel vom Rindfleisch, ganz langsam gegart mit einem Stampf und dazu gab es ein Barbecue-Lack, eine wunderbare Soße und die Herausforderung war eben für rund 1600 Gäste Teller fertig anzurichten. Also nicht das klassische Buffet, wo sich jeder den Schaufel mit Stampf auf den Teller packt und Türmchen baut und obendrauf mit Spargelchen. Ich sehe, du bist Buffet erfahren. Die jonglieren immer, da wird mancher bei DSDS mit durchkommen. Also wenn die da ihre Teller teilweise vollpacken. Nein, es wurde also angerichtet und das war schon eine riesen Herausforderung. 45 Köche, die dort für die Gäste rund 1600, 1700 Mal Teller angerichtet haben. Das war schon toll. Also du hast mir jetzt schon zwei sehr schöne weitere Stichworte gegeben, nämlich es gab eine Ausschreibung. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also erstmal ist Mal für uns nicht ganz unbekannt. Wir haben eigentlich bis vor 9 Jahren den Grimme-Preis 5 Jahre lang begleitet, gastronomisch. Dann hat das ein Unternehmen aus Mal übernommen und zum 50. Grimme-Preis wurde neu ausgeschrieben. Wir haben uns beworben, 10 Caterer, 5 kamen in die engere Auswahl. Und eine der Voraussetzungen war, dass der in Dorsten ansässige Vorkoster und Sternekoch Björn Freitag das Menü vorgegeben hat, nur die Artikel. Und wir haben uns dann eben beworben, haben diese Menüs Probe gekocht und sind für gut befunden worden. Und auch so leistungsstark, dass eben Björn Freitag sagte, die schaffen das und machen das auch locker für 1600 Gäste.
ein solches also, Gericht. Wir und Freitag ist dann tatsächlich, als ihr hier gekocht habt, hergekommen und hat sich in eure Showküche gesetzt und hat probiert oder hat er da sogar selber mit gekocht? Beides. Nein, wir haben es komplett vorgekocht und wir waren also auch unser Küchendirektor Peter Röttinger und Angelo Vocal, unser Küchenmeister, waren alle sehr erwartungsvoll, so wie denn jetzt bei so einem Probeessen, wenn so ein berühmter Mann kommt, die Kritik ausfällt. Aber es war tatsächlich so, es war alles auf dem Punkt und er hat sich dann nochmal die Frage gestellt, kriegen die das auch hin, nicht nur jetzt für ein, zwei oder fünf Personen, sondern für 1600 und wir haben ihn dann die Produktionsküche hier auf dem Großmarkt gezeigt und er konnte sich überzeugen, dass wir also auch in der Lage sind, das technisch umzusetzen und dann haben wir den Auftrag bekommen. Ist man dann sehr nervös in solchen Momenten, vor allem wenn dann ein Sternekoch zu einem kommt? Ja gut, wenn Kollegen kommen, ist man sowieso immer nervös. Ne? Es gibt ja, es ist wie beim Fußball, ne? Bei der Weltmeisterschaft hatten wir auch 80 Millionen Trainer am Fernseher sitzen und so ist das dann in der Küche auch. Wir haben oft Veranstaltungen, wo wir für Kolleginnen und Kollegen kochen und aber das war schon ein Ritterschlag. Der Ritterschlag von dem Sternekoch, der sagt, das ist toll und mit Stolz kann man sagen, er hat gesagt, diese Größenordnung würde er sich nicht zutrauen. Und, jetzt hast du ja gerade selber gesagt, 1600 Leute, das will ja dann auch vorbereitet werden. Mhm. Im Malerrathaus gibt es keine Küche, das heißt, Nein. Ihr habt also wirklich alles hier in Duisburg, genau. Hier auf dem Großmarkt auch im Vorfeld hergestellt. Wie lange ist man in solchen Momenten dran, das zu kochen? Ja gut, wir kochen natürlich für viele Veranstaltungen parallel, große, kleine, von 2.000 bis 1.000 und 5.000 Personen, das kennt ihr ja auch von uns. Man hat eine gute Vorbereitungszeit, sobald die Rezeptur steht, haben wir eine Woche gebraucht für den entsprechenden Einkauf. 2-3 Tage wird produziert, frisch produziert, mit verschiedenen Garmethoden und alles so vorbereitet, dass es dann sicher und im Rahmen der Hygiene und auch der Kühlkette transportiert werden kann, also die Übergabe an die Logistik. Und die auch eine weitere Herausforderung hatte, also ich sage jetzt mal über 6.000 Fingerfood-Teilchen, kleine Gläschen abgefüllt, Desserts und mussten dann nach Mahl geschaffen werden. Dort haben wir einen Backstage-Bereich geschaffen, wo wir mit Öfen, kleinen Herdanlagen die Vollendung gemacht haben. Also die Produkte, die gekommen sind, sind dann eben dort auf dem Punkt erhitzt worden, regeneriert worden und vollendet und dann an die jeweiligen Stationen gebracht worden, wo wir die Gäste dann versorgen konnten. Und das ist dann ja auch immer noch so ein Wagnis, wann sind die fertig? Ne? Also die kommen ja nicht pünktlich wie früher bei Mutter um 13 Uhr, wenn nicht wird gepfiffen, ne? Miracoli, und alle kommen rein, sondern wir haben natürlich auch dann Wartezeiten zu überbrücken und da muss man natürlich auch sein Gargut und die Lebensmittel gut kennen und damit vernünftig umgehen, damit es dann auch bei einer Stunde Verzögerung gut schmeckt. Also ich bin wirklich insoweit begeistert, weil ihr musstet ja wirklich alles von Duisburg logistisch nach Mahl bringen. Das sind 50, 60 Kilometer, glaube ich, von hier. Ja. Mit LKWs eine eigene Garküche aufbauen. Also Respekt. Ihr habt also wirklich in Mahl gezeigt, dass ihr das könnt, oder? Also Mario, wir machen das ja seit 25 Jahren, ob in der näheren Umgebung, in der ganzen Bundesrepublik sind wir unterwegs, aber auch im europäischen Ausland. Wir sind ja regelmäßig in Südfrankreich und das ist das, was wir können. Eben alles Logistik, die perfekte Vorbereitung, Kühlketten einhalten und dann eben vor Ort alles auf den Punkt zu bringen. Das ist eine Spezialität und darauf sind wir spezialisiert und haben entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das können. Aber ihr habt selbst die Servicekräfte von Duisburg nach Mahl gebracht, ja, ne? Das waren auch nicht wenige. Nein, da muss man natürlich auch sagen, bei den Servicekräften bedienen auch wir uns den einen oder anderen Dienstleister. Wir hatten dort 120 Kellnerinnen und Kellner im Einsatz. Die haben wir natürlich nicht alle selber unter Vertrag. Da haben wir dann eben Partnerfirmen, Kooperationspartner, wo wir dann eben die Kellner dazu nehmen. Wir hatten unseren ganzen Head dabei, die ganzen Köche, die das geleitet haben. Aber wir hatten dann auch noch zusätzlich Köche aus der ganzen Bundesrepublik dazu gemietet. 40 Köche waren jeweils an den Stationen verteilt, weil wir ja eben Teller angerichtet haben. Also 1600 Teller wurden live
zubereitet und ich sage jetzt mal dem Gast überreicht. Und das schafft man dann auch nicht mit 10 Leuten, da braucht man ein paar mehr. Und was ich jetzt noch bemerkenswerter finde, es waren 1600 Leute, die ihr bewirtet habt, aber an diesem Wochenende wird man jetzt denken, dass bei euch hier auf dem Großmarkt die Küche belegt ist. Nein, ihr hattet also zeitgleich noch weitere Veranstaltungen bedient. Ja, also wir hatten einige Messeveranstaltungen und weitere parallel laufende Großveranstaltungen und wir kochen an einem Wochenende bis zu 15.000 Portionen für Gäste unterschiedlicher Veranstaltungsgrößen. Und das eigentlich jeden Monat. Ja. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Was sind so die nächsten Sachen, die dann jetzt bei euch ansteht? Also die Grimme-Preisverleihung ist vorbei. Ja. Was steht so als nächstes großes Event an, insofern du darüber reden darfst? Ja, wir haben jetzt verschiedene Betriebsfeste, die wir auch hier in der mittleren und näheren Umgebung begleiten dürfen. Dazu gehört Sachtleben, die noch Sachtleben heißen. Dort gibt es ein großes Fest, aber auch die Namensbegleitung und die Umstrukturierung. Dort werden wir kulinarisch begleiten dürfen. Dann in der Nachbarstadt Mülheim gibt es die Firma Siebtechnik, die ein großes Familien- und Betriebsfest feiert. Wir haben für die Wirtschaftsbetriebe das Sommerfest ausgerichtet. Die Firma Hövemann-Sinalco wird im Oktober ein großes Familienfest machen, wo wir dann auch sind und für die gastronomische Versorgung der Gäste sorgen. Morgen geht's nach Stuttgart, dort ist die AMB, da sind wir für einen großen Industriekunden auf der Messe und machen dort das Messe-Catering. Ja, und dann geht's auch schon wieder nach München, nicht zum Oktoberfest, sondern zur Expo Real, wo wir neuen Kunden gastronomisch versorgen, auch mit einer Riesenmannschaft dann in München sind und dort die Gäste versorgen werden. Das macht er ja auch länger, zum Beispiel für den Gemeinschaftsstand des Ruhrgebiets. Seit 14 Jahren. Ist das auch etwas, was ausgeschrieben wurde? Ja, es wird auch immer wieder ausgeschrieben und wir sind auch schon mal vor 5 oder 6 Jahren mal für eine Veranstaltung nicht gebucht worden, weil man dann wirklich getestet hat, nehmen wir einen Caterer vor Ort, um vielleicht etwas Geld einzusparen. Man hat gemerkt, das war keine gute Entscheidung und dann ist man ganz schnell wieder zu uns zurückgekommen. Und daran sieht man, Fremdgehen lohnt sich nicht. Ne? Also ist dann doch Fremdgehen, auf das Stichwort komme ich gleich nochmal. In Mahl ist das etwas, was aber dann auch jetzt jedes Jahr ausgeschrieben wird? Oder hast du das Glück, dass du jetzt auch, weiß ich, die nächsten Veranstaltungen auch begleiten darfst, kulinarisch? Also es ist so hervorragend in diesem Jahr gelaufen, dass wir eine sehr gute Visitenkarte abgelegen haben, aber man bekommt keinen Kredit auf die Vergangenheit. Also ich denke, auch da muss man sich jedes Jahr neu beweisen, bewerben, vom Preis her entsprechend attraktive Angebote machen, auch einen Teil Sponsoring übernehmen. Aber ich glaube, dass wir natürlich aufgrund dieser hervorragenden Leistung in diesem Jahr, im nächsten Jahr gute Chancen haben, das wieder machen zu dürfen. Aber das wissen wir dann erst, wenn die Tinte auf dem Vertrag trocken ist. Also ich dachte, ich könnte jetzt schon mal hinterfragen, was es Kulinarisches im nächsten Jahr gibt und was die Stars und Sternchen erwartet. Aber so ein Job, der macht sich aber auch für euch ganz gut in der Außendarstellung, oder? Na, natürlich ist das ein Marketing, das sucht seinesgleichen. Ne? Also Caterer des bedeutenden Fernsehpreis der Bundesrepublik Deutschland zu sein, das ist natürlich schon eine schöne Nummer. Und das schlachten wir natürlich auch aus. Und es hat ja auch Spaß gemacht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit Stars und Sternchen fotografieren lassen. Ich natürlich auch. Ne? Mit wem? Also es war ja in diesem Jahr viel Tatortkommissare da und da haben wir viele Bilder bekommen und ja, da haben wir einiges zusammengekriegt. Ja. Du hast dich aber nicht nur mit Stars und Sternchen umgeben, sondern es gab hier in Duisburg oder auch in Nordrhein-Westfalen andere Kaliber, die ihr bewertet habt. Mhm. Darüber möchte ich sprechen, aber erst gleich im zweiten Teil. Wir gehen mal kurz in die Werbung, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück beim zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir hier im Studio zu Gast Frank Schwarz, Großgastronom. Frank, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel erfahren über ja, die Grimme-Preisverleihung, die ihr kulinarisch begleiten durftet, wo Stars und Sternchen aus Filmfunk und Fernsehen vor Ort waren. Aber es gibt ja jetzt im zurückliegenden Jahr auch noch ein besonderes Highlight, wo er auch das Catering gemacht hat, nämlich der chinesische Staatspräsident war in unserer Stadt. Was gab es denn da Leckeres?
Naja, also da muss man sagen, da hat der Staatspräsident gar nicht viel gegessen, weil das war ja eine Kurzvisite. Aber es war natürlich ein absolutes Highlight. Also Erich Starke, der Hafenchef und sein Team haben es geschafft, den Staatspräsidenten nach Duisburg zu holen. Und das ist ja nur ein Highlight gewesen. Das wird in den nächsten Jahren seinesgleichen suchen. Es war eine ganz tolle Veranstaltung auf dem Lockport-Gelände, welches den Zug begrüßt hat, der aus China kommt und der ja regelmäßig hin und her fährt und viele Güter transportiert. Und also da ein ganz großer Respekt auch an die Duisburger Hafengesellschaft und alle Verantwortlichen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht, sowas erleben zu dürfen, weil das wird auch wahrscheinlich in unserer Geschichte einmalig bleiben, weil den chinesischen Staatspräsidenten so nahe zu kommen, das war schon ein sehr erhebendes Gefühl. Du hast jetzt selber gesagt, er hatte eine Kurzvisite hier abgegeben, ist auch sehr klar. Als Staatspräsident hat man sehr viele Aufgaben, Verpflichtungen. Jeder möchte einen Staatspräsident zu Gast haben, selbstverständlich. Ja. Aber habt ihr extra Speisen auch auf ihn abgestimmt? Oder war das ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, typisches niederrheinisches Menü? Nein, es gab auch ein Buffet, ein Kalt-Warm-Buffet, kalte, warme Speisen im Gabel-Food-Bereich, die zubereitet wurden. Das waren Speisen hier aus der Region, ganz klar, so ein bisschen euroasiatisch angehaucht, also schon ein Entenbrüstchen mit dabei, aber es war halt eben für die Gäste, die vorher und nachher auf den Staatspräsidenten gewartet haben und dann eben auch für die große Anzahl an Arbeitern, Mitarbeitern, Polizeibeamte, Sicherheitskräfte, die dann auch versorgt wurden von uns dort. Und dann gibt es noch ein besonderes Highlight, was ich entdeckt habe. Und zwar habt ihr für das niederländische Königspaar Wilhelm Alexander und Königin Maxima gekocht. Mhm. Da gab es einen, ich glaube, Unternehmerempfang. Ja, es gab einen großen Unternehmertag, einen deutsch-niederländischen Unternehmertag, wo auch die Unternehmerverbandsgruppe hier aus Duisburg Verantwortung getragen hat. Und das war auf Schloss Meuland. Über 200 Unternehmer haben sich dort getroffen über deutsch-holländische Beziehungen und wirtschaftliche Aspekte zu reden. Und wir haben den ganzen Tag dort verbracht, die Workshops begleitet, die Gäste und das Symposium versorgt, also Frühstück, Mittag, Abendessen. Und ein Highlight war eben am späten Nachmittag der Besuch und die Gesprächsrunden mit dem königlichen Paar. Und ja, Maxima ist bezaubernd, muss man sagen. Wunderhübsche Frau, war toll angezogen, golden war sie etwas golden, cremefarben gekleidet. Und das ist natürlich auch schön gewesen, so in ihrer Nähe zu sein, dafür zu sorgen, dass Getränke gereicht werden und dann auch das ein oder andere Häppchen gereicht wird. Und, lass mich raten, holländischer Käse. Es gab keinen Gouda-Käse, nein, gab es nicht. Es gab wunderbare andere leckere Sachen, aber keinen Gouda-Käse. Nein, es war richtig schön. Hatte sehr viel Spaß gemacht. Auch unsere Ministerpräsidentin, die Hannelore Kraft, war vor Ort. Also war eine große politische Veranstaltung. Absolut. Da war natürlich auch wieder alles an Sicherheitskräften vorhanden und aus Politik und Wirtschaft war sehr viel vertreten. Das dürfen wir aber mittlerweile ja auch bei vielen Veranstaltungen machen und da treffen wir schon mal öfters auch Hannelore Kraft oder auch aus dem landes- und bundespolitischen Teil die Verantwortlichen, die aber auch alle ganz so normal sind wie wir auch. Das schon. Ja. Also du hast eben mal so ein Stichwort gegeben, ein schwieriges Wort, fremdgehen. Ja. Du gehst uns fremd. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Also wenn man mal rausfährt, Duisburger Großmarkt, da ist die Ruhr, da fahren wir rechts rüber und müssen einmal nur links abbiegen und dann sind wir in Stürum. Und dort ist ein wunderschönes Schloss, was wachgeküsst wurde von der Müllheimer Marketing- und Stadtentwicklung. Und das Schloss Stürum ist eins unserer neuesten Errungenschaften und Event-Location, die wir für Hochzeiten, gesellschaftliche Anlässe und Veranstaltungen anbieten. Und, aber exklusiv? Ja, exklusiv. Das ist eine Location. Wir haben ja rund 30 Location, Neudeutsch, wie man ja sagt, in unserem Portfolio, also Veranstaltungsräume. Und das ist aber jetzt, und wo wir Partner sind, wo man Speisen bei uns bestellen kann, wo wir liefern. Aber das ist eine Veranstaltungsstätte, die ganz exklusiv in unserer Hand liegt, die wir beliefern und wo wir
komplett die Verantwortung zeigen. Und es wird sich lohnen. Und wer feiern möchte, nicht nur hier in Duisburg, sondern in einem wunderschönen Schloss, und das im Ruhrgebiet, der ist herzlich eingeladen, zum Schloss Stürum zu kommen und sich dort anzuschauen. Das ist wirklich ein Highlight. Wenn ich aber lieber in Duisburg bleiben möchte, gibt es da vielleicht... Es gibt sehr, sehr viele wunderschöne Orte, wo man feiern kann, und man darf exklusiv vielleicht auch sagen, selbst die Schifferbörse, die ich ja vor über 4 Jahren verlassen habe und die seitdem Höhen und Tiefen erlebt hat, wird von uns wieder als Veranstaltungslocation angeboten, und also alle Duisburger und Ruhrorter können sich wirklich freuen, wenn sie in der Schifferbörse feiern möchten, tagen möchten oder sonstiges dort erleben wollen. Rufen Sie uns hier auf dem Duisburger Großmarkt an. Wir sind für Sie da. Einer unserer Mitarbeiter, Projektleiter, wird sich dann darum kümmern, und man kann in der Schifferbörse wieder feiern. Wir haben auch schon in der letzten und vorletzten Woche dort eine Hochzeit begleitet, und die eine oder andere Feier steht an, und das werden wir dann machen. Jetzt weiß ich ja selber, über Jahre hinweg wart ihr der Gastronom in der Schifferbörse. Ja. Ist das ein schwieriger Ort, weil du gerade auch selber gesagt hast, hat Höhen und Tiefen erlebt. Was macht das schwierig? Ist das die Schifferbörse oder ist das momentan die allgemeine Lage in der Gastronomie, die so schwierig ist? Ja gut, wir haben die Schifferbörse ja verlassen, weil wir dringend neue Räumlichkeiten brauchten und weil wir expandiert haben, eben im gesamten Catering-Bereich. Unsere Küche war nicht mehr EU-zugelassen, und wir mussten also Entscheidungen treffen, die... Damals fiel dann so, dass wir die Schifferbörse als à la carte Restaurant und in Personalunion nicht mehr weiterführen konnten, weil gewünscht war, dass dort weiterhin ein Restaurant bleibt. Ja. Man hat jetzt nach unserem Weggang gemerkt, dass das nicht funktioniert. Wir haben eine Fortführungsprognose im Bereich, dass wir sagen, für Veranstaltungen und Tagungen etc. ist das Haus geeignet. Dann hat es vielleicht auch eine wirtschaftliche Grundlage. Das muss ich auch erstmal jetzt wieder beweisen und herausstellen. Damit sind wir angetreten. Aber mit der allgemeinen Gastronomie, mit dem Tagesgast, mit einem Restaurant und auf diesem Niveau, wie wir das auch in Ruhrort betrieben haben, geht das nicht mehr. Das kann man nicht machen. Nicht, wenn man das zentralisiert oder eben so wir von einer Zentrale aus dort bestücken würden mit Fremdpersonal. Das ist, wäre ein Todesstoß. Also das braucht man nicht machen. Wir betreiben das ganz klassisch als Veranstaltungslocation. Mhm. Frank, ich möchte gleich noch mit dir darüber sprechen, ob Gastronom ein Beruf in Zukunft ist. Ja. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Redaktion zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast Frank Schwarz, Gastronom. Frank, jetzt haben wir ja schon sehr viel auch über dein Unternehmen gehört und gelernt, was ihr alles an großen Veranstaltungen in diesem Jahr mit Catering beliefern konntet. Ihr seid aber auch ein Ausbildungsbetrieb. Mhm. Ist Gastronom ein Beruf in Zukunft? Ja, absolut. Also Essen, Trinken, krank werden und sterben sind immer Sachen, die passieren werden. Also wird man da auch immer seine Daseinsberechtigung haben. Und wie ich finde, sind die Berufe in der Gastronomie sowieso die schönsten. Ich würde sagen, also auch die geilsten Berufe. Man kann in der Gastronomie wirklich weit nach vorne kommen. Und man braucht dafür eine solide Ausbildung. Und die bieten wir in unseren gastgewerblichen Betrieben an, die wir hier an Rhein und Ruhr haben und am Niederrhein. Also da denke ich, steht jedem Tor und Tür offen, wer in die Gastronomie kommen möchte. Jetzt gab es aber auch Kritik von Seiten der Gewerkschaft. Ja. Lange Arbeitszeiten, gibt genug schwarze Schafe. Ist das so oder ist das unbedingt? Ja, ohne Zweifel gibt es auch schwarze Schafe in der Gastronomie, wie in jeder anderen Branche auch. Deswegen darf man die Einzelnen nicht unter Generalverdacht stellen. Aber hier am Niederrhein und mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer, des Hotel- und Gaststättenverbandes, aber auch der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten und den Berufsschulen, die wir hier haben, gibt es einen großen Konsens und auch eine gute Zusammenarbeit. Und wir wollen exzellent ausbilden. Wir möchten gerade auch
die Schülerinnen und Schüler ansprechen, die vielleicht etwas schwächer sind, die aber bei uns in der Branche große Chancen haben, solange sie ihr Herz am rechten Fleck haben, fröhlich sind und mit Enthusiasmus an die Sache gehen, dann hat man große Chancen. Und die Betriebe, die nicht vernünftig ausbilden, die soll man auch benennen und benennen dürfen. Aber wie gesagt, nicht alle unter Generalverdacht stellen, weil ich sage jetzt mal, selbst in den Pflegeberufen, die Ärzte, Polizisten und so, da wird immer über schlechte Arbeitszeiten gesprochen. Ist es nun mal in unserer Gesellschaft so, dass wir eine 7-Tage-Woche haben und an 7 Tage der Woche jeder möchte jedes und alles erreichen und machen und bekommen. Und das ist heute so. Wir haben nicht mehr Montag bis Freitag und am Wochenende gehört Papi mir. Ist alles schön, aber die Zeiten haben sich geändert. Das ist alles viel schnelllebiger und kurzlebiger geworden. Und man muss sich darauf einstellen. Als Auszubildender hat man dann an anderen Tagen frei, zum Beispiel, ne? Wenn man am Samstag jetzt gearbeitet hat oder. Ja, ist ja auch ganz schön, dann kann man in der Woche nämlich shoppen gehen, weil an einem Sonntag funktioniert das nicht immer. Richtig. Jetzt gibt es etwas, was ja auch sehr lang durch die Medien geisterte, ist ja in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU dann aufgenommen worden auf Bundesebene, nämlich der Mindestlohn. Ja, genau. Ist das etwas, was euch als solches, als Firma oder eben auch als Branche zusetzt? Nein, die Branche hat ja schon, wir haben Tarifverträge mit der NGG hier in Nordrhein-Westfalen. Der Tarifvertrag ist, wie man sagt, in den beiden unteren Gehaltsgruppen, die liegen deutlich oder über 8,50 Euro, sind die allgemeinverbindlich. Das verdienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt natürlich immer eine Diskrepanz. Und zwar, wenn eine Aushilfe 8,50 Euro bar cash netto verdient und ein Festangestellter 9, 10, 11 Euro verdient, kommt er ja gar nicht an die 8,50 Euro, weil der Staat die Sozialversicherung ja schon so viel abkassiert, dass er je nachdem, welche Steuerklasse er hat, auch deutlich weniger netto verdient. Da gibt es das Gefühl der Ungleichbehandlung aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist etwas, was durch die Mindestlohndebatte sich verschärft hat, das ist gar keine Frage. Aber ansonsten wird, wenn man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten möchte, und das müssen wir, wird ordentlich bezahlt in der Branche, gar keine Frage. Jetzt, der Mindestlohn ist ja mit Sicherheit auch eingeführt worden, weil nicht jeder gastronomische Betrieb, sprich jedes Restaurant, einem Arbeitgeberverband angeschlossen ist. Und da wird ja bestimmt auch oftmals weniger bezahlt. Ist das dann der richtige Weg, so Mindestlöhne festzulegen, damit das wirklich für alle Restaurantbetriebe gleich gilt? Es geht ja jetzt nicht allein um unsere Branche, sondern es geht ja allgemein um den Lohn für die Arbeit, die man leistet. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass sich die Politik da so weit einmischt in Tarifgeschichten, die Unternehmer und Gewerkschaften über Jahre hinweg sehr positiv beschieden haben und gut auch organisiert haben. Jetzt mischt sich die Politik da ein. Ich glaube, es wird in vielen Bereichen, wo es einfache Tätigkeiten gibt, wo jemand auch froh ist, dass er nebenbei was dazu verdienen kann, wird es schwieriger sein, Menschen zu finden, die das verdienen können, oder es wird auch Unternehmen geben, die das nicht mehr anbieten können. Also ich bin da nicht ganz so glücklich drüber. Es trifft jetzt unseren Bereich nicht, weil wir haben eben hier in Nordrhein-Westfalen die Allgemeinverbindlichkeit, aber ich glaube, andere Bundesländer und viele Berufsgruppen werden hart zu kämpfen haben. Ich sag mal, nur allein die Friseure, ne? Wenn man für 8 Euro sich die Haare schneiden lässt oder 12, dann muss man demnächst bereit sein, auch als Kunde, und das ist ganz wichtig, auch 16, 18 und mal 30 Euro auf den Tisch zu legen, weil wenn ich da eine Stunde oder anderthalb sitze, dann kann es dann auch nicht sein, dass man dann mit 12 Euro an der Kasse rausgeht. Also das funktioniert nicht. Also man kann nicht Wasser reden und Wein saufen, sondern da muss auch der Kunde bereit sein, das zu bezahlen. Ist das so deine Einschätzung, dass der Kunde vielleicht gar nicht mehr so bereit ist, ja, den Wert der Arbeit zu entlohnen, so wie es sein müsste? Also ich sage jetzt mal, er geht schnell auf die Barrikaden, wenn es um seine persönlichen Geschichten geht, wie mein Wireless LAN funktioniert gerade nicht, mein Telefon oder der Fernseher geht kaputt, dann ist man ja auch bereit. Und wenn die Waschmaschine nicht funktioniert,
die Löhne zu bezahlen. Wenn ich so Berichte über Schlüsselleads so und was nicht alles sehe, da werden Rechnungen und Stundenlöhne der Monteure mit 40, 60, 80, 100 Euro abgerechnet. Und wenn wir in der Gastronomie sagen, wir brauchen aber jetzt mal 23 Euro für die Stunde, gehen alle auf die Barrikade. Da kann angeblich oder wollen immer alle mitreden und das funktioniert natürlich nicht. Also wenn ich vernünftig einkaufe, wenn ich nachhaltig meine Lebensmittel, die wir verarbeiten, im Betrieb einkaufe, dann geht das nicht über den Preis und dann muss der Kunde auch gewillt sein, für den Tierschutz, für die artgerechte Tierhaltung, für vernünftige regional erzeugte Lebensmittel auch etwas mehr auszugeben. Und für eine Leistung auch entsprechendes Geld zu zahlen. Das ist einfach so. Das möchte jeder. Jeder möchte ja auch entsprechend entlohnt werden für seine Tätigkeit. In unserem Bereich meint man immer, das kann jeder selber, aber das funktioniert nicht. Frank, wir gehen jetzt lecker was essen. Richtig. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns im Studio warst. Sicher. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein. Kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.